Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Aufgebraucht-Video. Ja, ich hatte ja schon lange keins mehr, aber ich habe gedacht, meine Tüte ist echt voll und das muss unbedingt raus. Ja, ihr seht mich heute auch mit einer Haarfarbe hier oben, die ich ganz, ganz ehrlich, ich finde es richtig genial. Ich habe heute schon mal für das Video, habe ich mir gedacht, holst du doch mal aus der Schublade von L'Oréal das Colorista raus, das Spray. Und zwar One Day Color. Das ist dieses hier. Und das ist der Farbton. Moment, ich schaue mal drauf. Das ist Pink. Genau, Pink Hair. Ich habe mir gedacht, ich mache das heute mal. Ich habe immer geglaubt, dass diese ganzen Sachen nur was für Mädels sind, die jung sind, die lange Haare haben und so Ombre und diese ganzen Geschichten. Und da habe ich gedacht, ja, also heute nimmst du einfach mal dieses Spray, weil ich weiß, dass meine Friseurin schon mal gesagt hat, wir könnten mal nur deinen Scheitel hier vorne anfärben oder so. Und das wollte ich immer nicht, weil ich immer gedacht habe, okay, das ist doof. Wenn es gefärbt ist, dann kriegst du es nicht mehr raus und dann gefällt es dir vielleicht nicht. Und das finde ich ja gerade hier an diesen neuen L'Oréal Sprühfarben, die sind ja wirklich wie hier Auto lackieren, ne? Einmal aufsprühen, da wo ihr es hinhaben wollt, egal in welcher Farbe. Und es steht auch drauf, also mit ganz normalem Shampoo wieder auswaschen und das hält wirklich nur so lange, wie ich mir meine Haare wieder wasche, dann ist die Farbe wieder raus. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich das möchte, jedes Mal vor der Kamera eine andere Farbe mit benutzen und habe mir überlegt, ich teste das auch erstmal mit diesen Farben hier jetzt aus, um euch zu zeigen, wie die sind. Und was ihr dazu sagt, wie ihr die Farbe findet. Ich meine, ich habe jetzt heute noch nicht ganz so viel genommen. Ich habe hier wirklich nur hier vorne diese große Strähne hier erstmal angefärbt und habe mir gedacht, okay, traust du dich mal so Stück für Stück ran, so ein bisschen, ne, rantasten. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ihr könnt es mir ja mal schildern. Ich komme mal ein bisschen näher an die Kamera. Vielleicht könnt ihr das dann noch ein bisschen besser sehen. Jedenfalls, ich muss mal gucken, dass ich das vielleicht noch mal irgendwie anders mache, dass ich mir so lange Klemmen kaufe mit Papier drunter und das genau abstecke und dann kann ich das richtig schön einfärben, Papier wieder wegnehmen und dann ist die Strähne da vorne eingefärbt. Jedenfalls finde ich diese Farbe schon mal richtig, richtig cool. Ne? Ich finde es super, super, super. Selbst mein Mann und mein Sohn hat vorhin gesagt, Mama, das sieht richtig geil aus mit deinen grauen Haaren. Ja, finde ich toll. Vielen, vielen Dank erst nochmal an L'Oréal. Ist zwar nicht das richtige Video, weil das Video kommt noch, Mädels. Ne? Also ein Video über das gesamte Sortiment, was ich euch bei Facebook und Instagram gepostet habe. Darüber mache ich ja noch ein Video und das kommt noch. Nur ich wollte euch heute erstmal diese Farbe vorstellen. Okay, und wir starten jetzt mit Aufgebrauchtsachen. Ja, ich fange mal an mit, ja, ich habe früher immer nur Waschmittel benutzt und zwar Pulver und zwar Persil. Und irgendwann bin ich mal umgestiegen und habe gedacht, du musst doch mal diese neuen Pads hier ausprobieren, diese, ne? Gel-Pads hier, die wirft man ja unten nur in die Trommel rein und ich mag ja sehr gerne Persil. Ich benutze schon ewig Persil, meine Mutter, also wir haben in der Familie fast immer nur ausschließlich Persil benutzt und deswegen bin ich da irgendwie auch immer dran hängen geblieben und das sind ja diese Persil-Duo-Cups. Oh, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Leute, habt ihr mich verstanden? Ich muss jetzt erstmal mein Mikro hier wieder ranholen. Das ist live, ne? Ich hoffe, ihr habt mich aber trotzdem die ganze Zeit verstanden. Oh Gott, ich schneide das jetzt nicht raus. Also, das sind die Duo-Cups und mit Leuchtkraftformel. Okay, ich habe mir die gekauft, weil ich mag Persil. Und dann hat mich etwas ganz, ganz fürchterlich aufgeregt an der Verpackung. Und zwar hier oben müsst ihr so einen Schnüppel abreißen, dass ihr diese Dose aufmachen könnt, ne? Und ich bin hier immer, aua, schon wieder am Ziehen, dass ich diese doofe Dose hier aufkriege. Und man muss also wirklich aufpassen. Ich habe mir schon ein paar Mal meine Nägel ramponiert, weil ich hier immer so reingreifen muss und muss das irgendwie aufkriegen. Und das geht nicht immer ganz so leicht. Jetzt habe ich es ja schon ein paar Mal aufgehabt. Und wenn ihr das mit dem Daumen machen wollt, müsst ihr also auch ganz dolle aufpassen. Ganz am Anfang geht das noch ganz schwer. Und jedenfalls hat mich das immer tierisch aufgeregt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die sind ja auch viel günstiger. Kaufst du mal die von Ariel. Und ich muss sagen, die 3-in-1-Pads von Ariel sind auch gut. Und die lassen sich hier oben einfach ganz normal aufmachen und zumachen. Zack. Und wieder zu. Und damit haben diese hier jetzt bei mir echt. Oh, ich hätte beinahe was gesagt. Jedenfalls habe ich mir wirklich überlegt, ich hole mir jetzt nur noch diese hier und nicht mehr die. Und ich benutze mein Leben lang Persil. Aber ich muss echt sagen, die waschen beide gleich gut. Diese hier kosten, glaube ich, sogar 2 € weniger wie die Original Persil. Und diese Dose lässt sich ja einfach besser aufmachen. Weil das hat mich so genervt. Ich habe auch schon überlegt, hinzuschreiben und zu sagen, könnt ihr da nicht mal eine Lasche dran machen, die man hochmachen kann? Weil ich zeige euch das mal in der Kamera, dass ihr das sehen könnt. Das ist wirklich nur so, da muss man hier irgendwie reingreifen und das dann aufmachen. Ja,
Okay, und jedenfalls, und ich rutsche immer ab und dann habe ich mich schon mal geschnitten und dann war mal schon mal mein Nagellack kaputt und dann habe ich mich so geärgert. Wie gesagt, die sind auch toll von Ariel, kann ich nicht meckern. Ich finde die super und ja, jetzt nehme ich erstmal die. Ich habe die auch schon nachgekauft und schauen wir mal. Jetzt gucke ich erstmal, wo ich das lasse. Ich habe nämlich meine Tasche hier an der Seite stehen, wo das alles reinkommt. Und dann gehen wir mal weiter. Okay, wie immer möchte ich euch mein Lenoir zeigen. Benutze ich ja auch total gerne seit ungefähr einem halben Jahr. Ich habe ja vorher immer nur Cotton Fresh genommen und diese Sachen. Und ich mag das jetzt total gerne und ich liebe diesen Duft. Und zwar ist das ja Smaragd und Elfenbeinblüte. Und das ist ein ganz wundervoller Duft. Also wenn ihr mal schnuppern wollt, ich weiß, viele haben mir beim letzten Video auch schon gesagt, Astrid, das kenne ich, ich nehme das selber so gerne. Aber wer es noch nicht kennt, der kann es gerne mal ausprobieren. Ich liebe ja Lenoir, ich weiß auch nicht warum, aber ich benutze schon ewig und drei Tage Lenoir. Dann habe ich eine Flasche aufgebraucht und zwar habe ich sonst immer ein anderes Spülmittel. Ich muss mal gucken, ob das hier irgendwo noch zutage kommt. Jedenfalls benutze ich immer ein Spülmittel zum Abwaschen, weil ich wasche ja noch sehr gerne ab. Ich habe zwar eine Spülmaschine, aber ich wasche halt noch gerne ab. Und dann habe ich das immer aus aus so einem Naturkostladen. Das ist also wie gesagt ein ganz, ganz natürliches Spülmittel ohne irgendwelche Bleichmittel und was weiß ich, was da alles so drin ist. Jedenfalls total mild zur Natur und alles, was dazugehört. Ja, und dann war das leer und dann kam ich da nicht gleich wieder hin. Und dann habe ich mir das von Frosch geholt, das Aloe Vera Handspüllotion in Bioqualität. Und da muss ich sagen, das finde ich auch toll. Also das finde ich super, das würde ich auch nachkaufen. Diese Bio-Wasch, also diese Spülmittel, die schäumen auch nicht so, ne? Ich weiß nicht, was da drin ist, aber auf alle Fälle schäumen die nicht so extrem. Und da braucht man nicht hinterher mal irgendwie, weiß ich auch nicht, wenn da mal so viel Schaum auf dem Geschirr ist, ist auch immer doof. Ich spüle das zweimal unter laufendem Wasser gleich ab. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde das hier von Frosch auch richtig gut. Würde ich auch nachkaufen. Und je nachdem, wo ich jetzt demnächst als erstes hinkomme, werde ich mir einfach das nachkaufen. So, dann habe ich hier etwas probiert. Und zwar von Tempo Feuchttücher für die Toilette. Ich halte sie euch mal in die Kamera. Ja, bei uns gibt es immer Feuchttücher, ne? Seitdem die Kinder klein waren, habe ich diese Feuchttücher und bei uns liegen die immer im Bad und wer die benutzen möchte, kann sie benutzen. Das sind wirklich feuchtes Toilettenpapier ist das. Und das habe ich gekauft. Da wollte ich eigentlich gerne mal wissen, ob euch das interessiert. Ich grase also des Öfteren auch mal diese Restpostenmärkte ab, um einfach zu gucken, was haben die so da. Und die haben ja manchmal echt interessante Sachen. Zum Beispiel habe ich da diese Packung hier gekauft mit plus 23% gratis, also mehr drin mit Aloe Vera, habe ich 99 Cent bezahlt. Und dann habe ich mir davon gleich 10 Pakete gekauft, aber die waren dann auch ruckizucki ausverkauft. Und als ich das nächste Mal hinkam, gab es die ja dann auch nicht mehr. Man muss ja mal das nehmen, was die haben. Aber ich finde, da kann man immer ganz gut gucken und sich dann irgendwas mal raussuchen, was man gerne verwendet und was wahrscheinlich dann auch günstiger ist wie woanders. Obwohl, man muss immer aufpassen. Manchmal kosten die dasselbe oder manchmal sind sie sogar noch 20 Cent teurer. Also immer aufpassen. Auch im Restpostenmarkt ist nicht alles billig. Aber da habe ich die gekauft und da war ich super, super mit zufrieden. Und dann wollte ich die nachkaufen und dann hat mich einfach nur im Handel, im normalen Handel, der Preis gestört von, ich glaube, 1,99 oder so. Und da muss ich dann mal gucken, was ich dann jetzt wieder mache oder wann ich die mal wieder so günstig ergattern kann. Ja, das waren die Feuchttücher. Finde ich richtig toll. Die sind super. So, dann habe ich, mache mal kreuz und quer, ne? Fast leer ist das von Aveen, das Micellenwasser. Ja, ich halte es euch nochmal in die Kamera. Es ist unten nur noch ein ganz kleiner Rest drin, deswegen habe ich die eben noch aus dem Bad mitgenommen, weil ich habe ja im Moment das Micellenwasser von Garnier, Quatsch, das Micellenwasser von Neutrogena im Gebrauch. Und ich finde jetzt zu diesem von Aveen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das eine ganze Weile verwendet und eigentlich müsste es schon längst leer sein. Was mich hier immer dran gestört hat, war, dass es mir in den Augen brennt. Das ist jetzt kein Witz. Ich verwende ganz viele Produkte von Aveen und trotzdem dieses Micellenwasser brennt in meinen Augen. Das ist wirklich so. Ich habe da auch mal versucht, das Augen-Make-up mit runterzunehmen und eigentlich mache ich das ja nicht. Ich nehme eigentlich immer etwas anderes, aber ich nehme auch schon mal das Micellenwasser und ich muss sagen, das brennt bei mir in den Augen. Tja, ich weiß auch nicht warum. Eigentlich so bin ich immer mit allen Produkten sehr zufrieden, aber deswegen ist das auch noch nicht leer und das verkümmert immer, so stiefmütterlich. Ne? Immer zwischendurch habe ich gedacht, okay, du musst das ja mal leer machen. Das hat ja auch Geld gekostet, das war auch nicht billig. 14,90 Euro dieses kleine Fläschchen mit 200 Millilitern. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, ich zeige es euch aber mal. Aber wie gesagt, es soll eine milde Reinigung sein.
Aber irgendwie brennt es bei mir in den Augen. Und wie gesagt, das von Neutrogena verwende ich auch nicht mehr für die Augen, weil ich mache meine Augen einfach jetzt mit einem Augen-Make-up-Remover oder das von Mary Kay hatte ich ja letztens. Damit habe ich es auch runtergemacht. Und damit reinige ich eigentlich nur hinterher nochmal das Gesicht und gebe nochmal was pur in die Hand, um dann nochmal aus der Hand heraus das Gesicht damit ja, nass zu machen, also anzutupfen, wieder diese Kalkrückstände vom Wasser und so, um den pH-Wert wieder zu neutralisieren und diese Geschichten. Dafür nehme ich halt ein Micellenwasser. Eigentlich mache ich damit auch nie mein Augen-Make-up runter. Aber ich hatte es mal probiert und habe immer gedacht, oh, ich dachte, das brennt ja, es brennt wirklich. Also meinen Augen brennt es und also für Augen-Make-up-Entfernung finde ich es nicht gerade optimal. Gibt es anderes? Okay, dann habe ich aufgebraucht. Ach, mein heißgeliebtes Handwaschmittel gibt es bei DM. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ups, ich muss mal so rüber, sonst blendet die Kamera, genau. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das finde ich jedenfalls richtig super. Es gibt es in drei verschiedenen Duftnoten. Das ist aber sehr, sehr teuer und dies hier ist Waterfall. Und ich gebe noch zwei andere Duftnoten davon und das ist halt ja, ein Handwaschmittel. Ne? Und das stelle ich mir eigentlich immer an die Spüle, wenn ich mal zwischendurch in der Küche bin gerade und will nicht ins Bad rennen, dann wasche ich mir auch schon mal in der Küche die Hände und da habe ich das hier genommen und ich liebe das. Aber das kostet irgendwie, ich glaube, fast 3 €. Da müsst ihr mal schauen, weil ich weiß noch nicht so ganz, ob ich dieses Mal die ganzen Preise unten mit reinsetze, weil das sprengt ja echt den Rahmen, die Tüte. Also wie gesagt, wenn ihr schaut mal bei DM, das gibt es bei DM, da habe ich es gekauft, es kostet auf alle Fälle über 2 €. Das kann ich euch sagen. Ja, aber wie gesagt, ich fand es sehr, sehr schön und der Duft. Ach, der Duft ist einmalig. Ich liebe das wirklich. Ich liebe das. Aber ab und zu kriege ich da mal so einen Tick und dann kaufe ich es trotzdem. Ne? So, dann habe ich von Aldi etwas aufgebraucht. Da ist auch so ein ganz klitzekleiner Tropfen drin. Und zwar von dieser Firma. Das ist immer ein Sonderposten. Und dieses hier ist das Grüne gewesen. Und ich mochte das total gerne. Ich habe davon auch noch mindestens 3 oder 4 Flaschen im Keller stehen. Also ich habe mir, ne, Backups besorgt, dass ich die also auch immer da habe. Und die finde ich auch richtig toll. Die liegen dann so bei 1 Euro, waren das 1,80 €? Ich glaube nicht, dass die über 2 € gekostet haben. Aber das finde ich auch sehr schön. Das steht bei mir immer im Handwaschbecken. Und da hatte ich auch schon mal das Gelbe von. Ich weiß gar nicht, welche Duftnote das war. Hier, was wenn Aldi die hat, kaufe ich die eigentlich immer nach. Ich finde die sehr, sehr gut. Und auch der Preis ist absolut in Ordnung. So, dann habe ich aufgebraucht von Flora Mare eine. Und zwar Flora Mare Diamare. Ich weiß nicht, die ganzen Fans unter euch. Wer das kennt, ich gucke mal, ob die Kamera das einfängt. Jedenfalls ist das aus der Diamare-Serie. Und ja, ich finde sie sehr schön. Ich mag den Duft und ich mag auch die Pflegewirkung auf der Haut. Also die hält auch so lange an, dass man, wenn man morgens aufsteht und mal sich so anzieht, dann denkt man immer noch, oh Mensch, die Beine und die Arme, es ist alles noch so samtig. Die Haut wird davon sehr samtig. So ein Gefühl ist das. Und das mag ich da wirklich sehr, sehr gerne dran. Also die würde ich auch immer mal wieder kaufen. Nur ich kaufe die meistens, wenn sie im Angebot sind. Ne? Bei QVC oder ich habe auch schon mal bei Flora Mare auf der Seite geschaut und finde ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich würde sie mir auch nachkaufen. Ich weiß gar nicht, hier sind drin, ich habe keine Ahnung, ich kann es gar nicht erkennen. 300 Milliliter, doch. 300 Milliliter und irgendwie 20 € oder so kosten die auch. Aber sehr schön. Gibt es ja auch eine Gesichtspflegeserie von. Und diese Diamare-Serie ist ja für reife Haut schon. Und ja, finde ich total schön. Ich mag die total gerne. Die stand bei mir noch rum. Und irgendwann habe ich die in der Schublade gefunden. Die lag da bestimmt schon ein Jahr. Ja, und dann habe ich sie erstmal aufgebraucht. So. Das habe ich auch wieder aufgebraucht, die After Sun Dusche von Balea. Ihr kennt sie, der Duft ist sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, es gibt, ja, ich glaube Steffi, ne? Steffi von Mama Co. liebt sie ja auch. Das ist die After Sun Dusche und super schöner Duft und eine milde Reinigung, finde ich. Ich finde, es hinterlässt auch immer ein schönes, weiches Hautgefühl auf der Haut und es kostet irgendwie unter einem Euro, ich weiß gar nicht. Kosten die 70 Cent, 60 Cent, 80 Cent oder 99? Auf alle Fälle nicht mehr. Und dafür ist es eine ganz, ganz tolle Reinigung, also eine After-Sun-Dusche. Nehme ich übrigens das ganze Jahr und nicht nur im Sommer. Ich mag ja auch diese Sommerdüfte,
im Winter, weil ich finde immer, dass man dann so ein bisschen das Gefühl in dieser dunklen Jahreszeit von Frische und so hat. Und das mag ich immer total gerne. Ja, reinigt sanft, befreit von Sonnencreme-Rückständen, also dafür könnt ihr es auch benutzen, und entfernt Rückstände von Chlor und Salzwasser, schützt vor dem Austrocknen und hat einen Cooling-Effekt. Gut, dies mit dem Cooling-Effekt kann ich jetzt nicht so bestätigen. Weiß ich nicht, habe ich nichts von gemerkt, aber ist auch nicht schlimm, weil ich liebe es ja trotzdem. So, dann habe ich fast aufgebraucht auch das Garnier mit Zellenwasser. Und zwar wollte ich euch da etwas zu sagen. Ich habe nämlich beide mitgebracht. Ich habe einmal dieses hier mit dem Öl. Das kennt ihr ja sicherlich, und das ist noch fast voll. Und ich bekomme es und bekomme es nicht leer. Das hier ist jetzt fast leer. Da gehe ich jetzt noch mal hin. Das werde ich so die nächsten 2 Tage ist das dann leer. Aber ich kriege dieses hier nicht leer mit dem Öl. Und zwar habe ich irgendwann mal gemerkt, dass ich das nicht mag, wenn ich am Auge Öl habe, so ein Ölfilm. Ich habe immer das Gefühl, es kriecht mir in die Augen und man hat dann so einen Schleier vor den Augen, es schliert so. Und es gibt ja ganz viele, die mögen ja diese Ölreinigungsgeschichten. Es gibt ja auch von Balea noch diesen Augen-Make-up-Entferner auf Ölbasis. Und ja, aber ich bin absolut kein Fan von Öl, ne? Und ich mag das nicht und ich kriege diese Flasche einfach nicht leer. Am Anfang habe ich erst gedacht, oh, das ist ja toll. Und das ist auch toll. Ich will euch echt sagen, es nimmt super gut das Make-up runter. Also kann ich mich nicht beschweren. Jedes Augen-Make-up einmal richtig schön tränken damit und draufhalten kurz, dann abziehen. Und es ist super. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal wieder hinstelle, weil es mir eigentlich widerstrebt, es wegzuwerfen. Und da habe ich so gedacht, Mensch, irgendwie müssen wir es nochmal aufbrauchen. Vielleicht nehme ich es auch wieder mit hin. Aber es steht bestimmt schon ich weiß nicht, ein halbes Jahr, dreiviertel. War nicht, als ich das Video dazu gemacht habe. Ich habe mal irgendwann das Video dazu gemacht, als die rauskam. Und seitdem habe ich versucht, das leer zu bekommen. Ja, und ich bin ein echter Fan von entweder von dem Avon oder von dem Mary Kay. Diese beiden Sachen, ne? Ich meine, ich brauche das hier jetzt noch mit auf und wenn das leer ist, ist es okay. Es ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr habt hier 400 Milliliter für, kriegt es ja manchmal auch im Angebot bei Rossmann und DM, müsst ihr mal gucken. Liegt, glaube ich, bei 4,40 Euro, 49 und dann kriegt das mal im Angebot für 3 Euro und oder 2,99. Hatte ich es, glaube ich, auch schon mal gesehen. Aber wie gesagt, das mit dem Öl, damit werde ich echt nicht warm. Ne? Ich brauche das ewig und 3 Tage. So, jetzt machen wir gleich mal hiermit weiter. Und zwar habe ich von Aldo Vanini, das kriege ich auch nicht richtig leer. Und zwar ist da so die Oil Body Lotion. Ne? Oh, ich weiß nicht. Ich habe dann immer schon meine Hände damit eingecremt, weil ich immer gedacht habe, boah, so wegschmeißen geht nicht. Ne? Also habe ich immer schön meine Hände damit eingecremt und ja, Frangipani und Wilder Flieder duftet super, super schön. Aber ich komme noch mal ein bisschen näher ran. Aber dieses Öl, es lässt sich so schwer auf meiner Haut verteilen und ich habe immer das Gefühl, es liegt so ein bisschen auf der Haut und es ist kein Öl, was so unbedingt so ein feines, es gibt ja so feine Öle, die ziehen auch gleich ein und die sind weg und so. Aber bei dem nicht. Aber ich mag Aldo Vandini echt gerne. Ih, ist das eklig. Kennt ihr das, wenn ihr aufgebraucht Videos macht und da hängt ja alles dran, ne? Ich mag das ja immer gar nicht. So, dann habe ich hier von Sebamed die Pflegedusche und die war auch sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte euch schon mal eine andere in die Kamera gehalten. Ich weiß gar nicht mehr, was war das denn? Oder ist das noch die in der Dusche steht? Eine davon gefiel mir nicht so gut. Aber auf alle Fälle ist es eine limitierte Edition. Und ich mag die von Sebamed so echt super, super gerne. Das ist eine seifenfreie Reinigung für empfindliche Haut, erfrischt, pflegt und unterstützt die Feuchtigbalance der Haut. Das stellt man auch mal daran fest, dass es ein ganz, ganz feiner, samtiger Schaum ist. Das hatte ich ja bei Neutrogene auch schon gesagt. Also da sind, wenn überhaupt, milde Tenside drin oder so wie hier eine seifenfreie Reinigung. Ich weiß nicht, inwiefern hier Tenside drin sind, aber auf alle Fälle ist es ein ganz, ganz feiner Schaum. Und diese Sebamed-Pflegeduschen, die liebe ich. Also die finde ich schön. Die sind so ein bisschen gelig, so glibberig. Das Einzige ist, was mich immer dran stört, die rutschen mir ganz schnell von der Hand und sind unten in der Dusche. Ne? Aber ansonsten finde ich die richtig klasse und ja, die würde ich auch wieder nachkaufen. Ich hatte die mal irgendwie im Angebot gekauft. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann kannst du die ja mitnehmen. Genau, das sind die beiden. Nein, die beiden waren gut vom Duft. Ich habe nämlich noch die mit Lemongrass und grünem Tee, genau.
Und die fand ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen schöner mit Lemongrass und grünem Tee. Moment mal einmal weg und jetzt mal gucken, ob die Kamera es jetzt einfängt. Ich finde die richtig, richtig super. Also ich liebe die. Genau, die beiden hatte ich ganz schnell aufgebraucht und irgendwie habe ich jetzt Granatapfel. Genau, der Granatapfelduft. Und der war irgendwann mal in der Brigitte-Box oder irgendwo. Oder Apothekenbox, weiß ich gar nicht mehr. Und den Duft mag ich überhaupt nicht. Ja, Mangut habe ich hinterher gedacht, den brauche ich jetzt irgendwie zwischendurch mit auf. Ich frage schon immer die Familie, könnt ihr nicht mal mit aufbrauchen und so. Ja. So, das haben meine Männer aufgebraucht, die Scuderia Ferrari in Rät. Ja, das ist super gewesen. Die haben alle gesagt, davon haben sie geschwärmt. Das war auch relativ flott leer. Habe ich euch auch mal irgendwann vorgestellt in einem Rossmann Hall. War nicht ganz günstig. Ich hatte es, glaube ich, im Angebot für 10 Euro bekommen. Ich glaube, die sind sonst teurer. Aber wie gesagt, ja, finde ich auch super. Das hat immer gut gerochen. Wenn die im Bad waren und haben geduscht, habe ich mal gedacht, oh, riecht ja lecker. So, was habe ich denn noch aufgebraucht? Oh, was haben wir denn hier? Ah ja, meine Zahnbürsten, genau. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Ich habe euch die ja schon mal in die Kamera gehalten, wenn ich sie gekauft habe bei DM. Und zwar sind das diese Rundköpfe. Und zwar für die Oral-B, genau. Das ist aber von DM eine Eigenmarke und die passen aber auch auf die Zahnbürsten drauf, also auf diese Handstücke. Und die kosten irgendwie nur 6 Euro rund oder so. Und ich weiß, die Originalbürsten kosten ja 14 Euro, 12 Euro, je nachdem, ob sie im Angebot sind oder nicht. Und hier sind, wie gesagt, 4 Stück drin, 6 Euro und. Und die finde ich genauso gut wie die Originalbürsten. Wirklich, die halten genauso lange oder nicht so lange, wie man es nennen möchte. Und kann ich euch nur empfehlen, dass ihr mal die ausprobiert. Also ich weiß, es hatte schon mal jemand eine Rückmeldung damals gebracht und hat gesagt, die sind super und da spart man ja wirklich die Hälfte, ne? 50%, das ist eine ganze Menge. Jo, die finde ich auch sehr schön. Aufgebraucht habe ich auch von Aveen und zwar das Cleansing Mousse. Das ist dieses hier. Und das ist wirklich ein Mousse, ein Reinigungsmousse. Ja, die von Aveen, die Sachen kommen immer ganz schlecht hier in die Kamera. Ihr habt hier oben diesen tollen Pumpspender, diesen Airless-Pumpspender. Und das habe ich wirklich aufgebraucht. Das finde ich sehr schön. Und das habe ich mir auch nochmal nachgekauft letztens, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe ja immer so zwei, drei am Waschbecken stehen. Und wenn das von Barbour leer ist, dann kommt als drittes oder als zweites dann wieder dies hier mit hin. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich hierfür bezahlt habe, aber die liegen auch so um die 10 Euro oder so oder vielleicht auch 12, ich weiß es jetzt nicht. Müsst ihr mal gucken, im Internet bekommt ihr es auf alle Fälle günstiger. Und ja, ich habe es mir nachgekauft. Ich finde das schön, der Schaum. Der ist so schön griffig. Also der geht auch eine richtige Verbindung mit der Haut ein. Es gibt manchmal so Schaumreiniger, die gibt man sich auf die Haut. Bei DM zum Beispiel hatte ich das von Balea. Die hatten, glaube ich, auch mal so ein Reinigungsmousse. Und immer wenn ich das aufgetragen habe, dann war das so wie Wasser. Es war immer gleich weg. Also es hat gar nicht richtig gereinigt. Und dies hier gibt hinterher so einen richtigen, wie so eine Creme abfasst teilweise und damit kann man super, super das Gesicht reinigen. Ja, dann habe ich hier einmal von L'Oréal El Nat das Haarspray aufgebraucht. Das ist eine kleine Größe, die habe ich immer da, die kaufe ich mir auch immer wieder nach, weil das habe ich mal in der Handtasche, ne? Irgendwie so nebenbei. Das brauche ich manchmal, wenn ich dann weggehe und ja, so eine kleine Flasche kann man immer gut gebrauchen. So, jetzt nehmen wir mal das nächste. Jetzt habe ich auch was aufgebraucht und zwar von Neutrogena. Davon habe ich aber schon ganz viel aufgebraucht. Also als Pumpspender muss ich sagen, das hier ist so eine Body Butter, so ein Mousse. Nee, Body Mousse, glaube ich. Was steht denn hier drauf? Das ist ein Moisturing Balm. Also okay, ein Balm. Jedenfalls ist es wie so eine Body Butter. Oder Body Mousse. Und ich hatte die vorher immer im Pumpspender gehabt und die kaufe ich auch immer oder habe ich in letzter Zeit immer im Restpostenmarkt gekauft. Da habe ich auch die Pumper gekauft und die waren irgendwie, haben nur die Hälfte gekostet wie bei DM. Ich weiß nicht, bei DM kosten die 4 Euro und ich habe da, glaube ich, bezahlt 2,25 Euro oder so. Oder für die kleinen Flaschen dann 1,59 oder 1,49. Hier habe ich jetzt, glaube ich, für dieses Döschen, hier sind drin, Moment, ich gucke nochmal. Ja, gute Frage, 200 Milliliter. 200 Milliliter sind hier drin und ich finde das richtig toll. Was habe ich bezahlt in diesem Restpostenmarkt?
1,49 € oder so oder 1,29 €. Es war jedenfalls ganz, ganz, ganz günstig. Und ich habe mir gleich wieder 10 Dosen davon gekauft. Ich kaufe das dann auch immer bei dem Preis so richtig, ne? Einen Vorrat und stelle mir das in den Schrank und dann benutze ich das auch als Handcreme in der Küche. Und ja, das steht dann bei mir immer überall rum. So, jetzt haben wir hier noch so eine Flasche, die brauche ich nochmal. Dann haben meine Männer auch wieder aufgebraucht von David Beckham das. Das ist dieses hier. Das habe ich auch immer noch in Schwarz. Und eine andere Farbe habe ich jetzt, glaube ich, auch. Ne? In Schwarz und in Orange und noch irgendeine andere davon. Jedenfalls, die lieben immer diese Deos von David Beckham. Ja, und die haben wir immer da. Die habe ich auch beim letzten Mal schon in die Kamera gehalten. Und ja, ich finde, das riecht auch extrem gut. Ich mag ja noch viel lieber das Schwarze davon. Ah, das Klassik, glaube ich. Also das finde ich ja richtig toll. Das mag ich gerne. Ja, auch aufgebraucht habe ich. Ja, hier ist leer. Ich wollte gerade gucken, weil die war so schwer. Von Beate Jonen aus der Hyaluron Intelligence Serie die Tagescreme. Oder die 24-Stunden-Creme ist das ja. Moment mal, dass die Kamera das nochmal kriegt. Okay. Ja, das ist die. Und zwar war die immer dabei bei der Hyaluronsäure. Diese kleinen Fläschchen, diese Pipettenfläschchen. Ja. Schande auf mein Haupt. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, dieses Video abzudrehen. Ich weiß. Jedenfalls war immer so ein Topf Creme dabei. Und mittlerweile habe ich aber auch schon drei so eine Töpfe im Schrank stehen und komme nicht mit hinterher, weil die Hyaluronsäure ist immer eher leer wie die Tagescreme. Ich bin jetzt aber auch umgestiegen. Ich habe mir gedacht, das wird mir zu teuer, weil dann muss ich ja immer 49 € für so ein Fläschchen bezahlen. Und das hält nicht so ganz lange. Und jetzt kaufe ich mir hier mal die Ampullen von den Asams wieder, also von QVC, die Hyaluronsäureampullen. Und ach, da habe ich ein bisschen mehr von und die sind ein bisschen günstiger. Und ich habe nicht jedes Mal so einen Topf Creme dabei, weil so viel Creme kann ich gar nicht aufbrauchen, weil auch das hier ist nicht so unbedingt meine Creme. Die ist zwar sehr schön, aber ich muss immer noch was oben drauf machen, die ist nicht reichhaltig genug. Und dann muss ich immer nachcremen und nachcremen und nachcremen. Und das finde ich nicht so toll. So, dann habe ich hier, mal die Schulnäher ranholen, von Darf die Handcreme leer gemacht. Ihr wisst, ich habe schon mal erzählt, ich kaufe mir immer mal zwischendurch eine Handcreme in der Drogerie. Und ich fand die sehr schön, aber ich finde diese goldene für trockene Haut, glaube ich, aber die ist auch für trockene, für sehr trockene Haut. Hier steht eigentlich drauf, für sehr trockene Haut. Aber ich finde die goldene davon etwas schöner. Der Duft hier war sehr schön, super lecker, muss ich sagen. Aber ja, gut, ich würde mir die goldene, die habe ich auch, glaube ich, nachgekauft hier. Ja, das ist die. Die hatte ich euch ja schon mal in die Kamera gehalten. Das ist diese hier. Und da steht drauf nur für trockene Haut, ne? Aber irgendwie ist die hier besser wie die lilane. Keine Ahnung warum. Ich weiß es auch nicht. So, dann habe ich aufgebraucht diesen Rasierer. Oh, der war mal in einer Brigitte-Box. Könnt ihr ihn sehen? Von Wilkinson, glaube ich, ist der. Und ach, den kaufe ich nicht nach. Der hat obendrauf so ein Seifenstück eingearbeitet. Ich mache den jetzt nicht mehr auf. Ein Seifenstück eingearbeitet. Und ich tue den jetzt mal weg. Jedenfalls hat er ein Seifenstück eingearbeitet und das Seifenstück, ich weiß nicht, das passt nicht. Das ist das Verhältnis von der Klinge zu der Seife. Es verbraucht sich also das ist ein Ungleichgewicht beim Aufbrauchen, ja. Die Klinge geht schon nicht mehr und die Seife ist noch da und irgendwie war das alles Murks. Und ich hatte es mir zwar dann mal nachgekauft und jetzt liegt es in meinem Schrank. Aber im Moment bin ich mit denen von Aldi sehr zufrieden und da muss ich euch das auch noch mal zeigen in einem Video. Die finde ich toll. Dann nehme ich lieber ein bisschen Schaum, aber diese 6 Klingenrasierer von Aldi, die sind einmalig. Also im Moment habe ich die sogar für mein Gesicht benutzt, obwohl ich mir den Lilibest bei Amazon nachbestellt habe, zweimal, habe die 40 € ausgegeben. Und im Moment rasiere ich auch damit mein Gesicht. Und es geht noch viel schneller. Und das, ich sag mal, also richtig stoppeln kriegt man als Frau im Gesicht nicht. Ich habe das jetzt schon, glaube ich, das zweite Mal mit dem Rasierer von Aldi gemacht und absolut okay. Finde ich in Ordnung. So, dann habe ich natürlich endlich auch die Creme leer von Avon. Das ist diese hier. Und die war sehr, sehr schön. Da muss ich auch sagen, die würde ich auch nachkaufen, weil die war so mit Kakaobutter und so und Kokosöl war da drin. Und ihr wisst ja, ich schwärme ja so von Kokosöl und Kakaobutter und so. Das war eine tolle Mischung. Das war wirklich wie so eine Shea Butter. Und die hat eine schöne gepflegte Haut gemacht. Die habe ich mir immer abends ans Sofa oder an den Computer gestellt, an den Rechner. Ja, weil die immer super war, auch abends, bevor man ins Bett gegangen ist und so. Und jetzt habe ich hier zwei Produkte, die finde ich ganz furchtbar. Die habe ich auch noch gar nicht aufgebraucht, weil einmal ist es ein Duschschaum. Und zwar dieser hier von Rossmann.
Das Problem ist, dass mir erstmal das hier vorne, das kommt überhaupt nicht raus. Das kommt total flüssig raus. Und wenn es dann in der Hand flüssig ist, dann schäumt es so ein bisschen irgendwie auf. Ich denke mal, dass dieser Dings hier oben kaputt ist, der Kopf. Gut, ich hätte es jetzt umtauschen können. Aber ich habe da noch eine zweite von gehabt und da habe ich es auch mit probiert. Da war es dann etwas besser mit dem Kopf hier oben. Aber so, das hat mich echt nicht vom Hocker gerissen. Ne? Also dieser Duschschaum, den werde ich nicht nachkaufen. Ich finde ihn nicht toll und nee, ich finde ihn nicht gut. Jedenfalls, der geht weg. Und auch nicht so besonders pralle war die ist auch noch nicht leer, ne? Seht ihr? Da ist noch ein ganz kleiner Rest drin, weil irgendwann hatte ich es auch leid. Ich fand die auch nicht toll. Ich weiß nicht, also diese Wellness und Beauty von Rossmann, viele schwärmen davon. Ich habe ja davon auch noch diese grüne, ne? Und auch die steht bei mir und steht und steht und steht und wird nicht leer und ja, und wartet darauf, irgendwie leer gemacht zu werden. Okay, so, dann hatte ich ja eine Probiergröße, ich glaube, in der Luxury Box, ja. Das fand ich sehr schön vom Duft und da hatte ich noch eine Bodymilch von und das hier war ein Duschgel und den Duft mochte ich sehr, sehr gerne. Habe ich auch relativ flott aufgebraucht, das ist ja nicht viel. Meistens zweimal duschen oder so, dann ist das ja schon wieder weg. Ja, okay, das war das und dann habe ich noch was, das ist nämlich genau das hier. Das hier ist jetzt zwar leer, weil irgendeiner hat es aufgebraucht, bestimmt mein ältester Sohn beim Duschen oder so. Jedenfalls dieser Reinigungsschaum ist jetzt leer und ich mag den nicht von Balea. Der ist mir zu fein. Da ist gar nicht so richtig auf der Haut hinterher ein Schaum und reinigt nicht so. Ich weiß, den mögen ganz viele. Aber für mich, weiß ich nicht, ich brauche immer so ein bisschen was Kompakteres, ne, was auch so ein bisschen mit der Haut irgendwie so eine Verbindung eingeht und was ein bisschen zu cremen wird irgendwie, dass man das Gefühl hat, da ist auch was auf der Haut. Ne, und das hatte ich hier immer nicht, das war immer so, als wenn das irgendwie gar nicht richtig gereinigt hat. Ja, und deswegen mochte ich es halt nicht so gerne. So, dann haben wir hier noch etwas, ich muss mal gerade gucken. Ah ja, ich glaube, hatte ich das nicht schon mal irgendwann in die Kamera gehalten? Ich glaube, bei meinen Favoriten, ne, kann das sein. Jedenfalls, das ist auch leer, der Little Black Dress, diese Bodycream, die hatte ich mir ja nachgekauft. Die habt ihr ja in meinem Avon-Video gesehen, weil ich den Duft halt so liebe. Ne? Ja, was bin ich noch für ein Fan? Ich bin ein Fan von Odol. Ja, ich nehme Odol extra fresh. Das liegt daran, wenn ich mir die Zähne geputzt habe, brauche ich hinterher irgendwas, womit ich nochmal so den Mund ausspüle und dann nehme ich immer dieses Odol extra frisch im Übrigen. Ich hatte mich letztes Mal irgendwie beim Kaufen vertan und habe da dieses sanftere genommen irgendwie, das ist mir nicht frisch genug. Und ja, jetzt habe ich es erstmal leer, aber jedenfalls, das dauert auch immer ewig, bis das bei mir leer ist. Und ja, ich pulle hier gerade jetzt nochmal was raus, was ich hier alles drin habe. Da kommt nämlich auch noch ein Video zu. Nee, das muss ich noch mal weglassen. Moment mal, ich bin gleich wieder da. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich muss den erstmal in meiner Tüte ein bisschen rumwühlen. Ja, jetzt zeige ich euch noch mal was auch fast leer ist. Das ist einmal von Wahre Schätze das. Da muss ich noch das Video komplett zu abdrehen. Das habe ich ja von Garnier zugeschickt bekommen zum Testen. Und da muss ich jetzt mal was zu sagen. Das ist also wirklich fast leer. Da ist unten nicht mehr viel drin. Ich fand das gar nicht schlecht. Also das ist jetzt ein Shampoo. Ich würde es nicht unbedingt nachkaufen. Das hat aber folgenden Grund. Es macht die Haare schön locker und luftig hinterher. Lassen sich auch super gut frisieren. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass meine Haare unter dem Shampoo ein wenig mehr gefettet haben. Als wenn meine Haare schneller fettig wurden. Viele sagen ja, es war für sie zu wenig, dass die Haare, also es zu trocken war irgendwie. Aber bei mir war es so, es war gut das Ergebnis, aber ich musste sie mir wirklich spätestens am übernächsten Tag wieder waschen, dann waren die richtig fettig. Und da habe ich mir dann gedacht, dann kaufst du dir doch einfach mal das hier mit Zitrone und Tonerde.
Ja, und da war es genau andersrum. Das war dann so, dass meine Haare absolut furztrocken waren. Also das war gar nichts. Da habe ich dann hinterher richtig strohige Haare von bekommen. Und jetzt habe ich das mit Olivenöl noch im Gebrauch. Das nimmt im Übrigen mein Mann auch total gerne. Aber auch da bei Olivenöl muss ich immer aufpassen, dass es nicht zu sehr fettet das Haar. Ne? Ich zeige euch dann noch mal ein anderes Shampoo, was ich gerade in Verwendung habe. Da muss ich jetzt mal, das packe ich auch wieder weg, weil da mache ich mal ein Vergleichsvideo, dass ich euch wirklich noch mal was dazu sagen kann. Und dann kann ich das auch noch mal besser erklären. Aber wie gesagt, es ist fast leer, das andere mit Hafermilch, und es war nicht schlecht. Das ist jetzt nicht irgendwie, das ist, weiß ich nicht. Aber meine Haare haben zu schnell gefettet unter dem Shampoo. Das war irgendwie nicht so doll. Und dann habe ich hinterher gedacht, na gut, nachkaufen muss es jetzt nicht. Okay. So, dann habe ich was aufgebraucht. Und zwar die Augencreme, den Augenbalm von Aveen. Den habe ich euch, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Den finde ich sehr, sehr, sehr schön. Den kaufe ich jetzt schon das vierte oder fünfte Mal nach. Ich werde das euch auch mal zeigen in einem Video. Mich hat jemand gefragt, ich möchte gerne mal ein Video über Augencreme drehen. Okay, habe ich mir gedacht, mache ich, weil ich benutze ja auch noch dieses Hyaluron-Augengel von L'Oréal. Dieses Revitalash mit Hyaluronsäure. Das ist super, super. Aber ich bin jemand, ich schichte meine Augencreme. Denn als erstes kommt immer die Revita Lift Laser X3 auf die Haut von L'Oréal. Das ist diese hier. Die kommt als allererstes drauf. Das ist auch eine ganz gelige Konsistenz. Und danach mache ich diese hier drauf. So, und dann kommt es halt drauf an. Morgens mache ich die 360 Grad von L'Oréal dann hinterher drauf. Und abends kommt halt immer die Aveen-Augencreme. Ne? Also das ist diese hier. Da steht auch drunter Augenbalm. Ich zeige euch nochmal die Verpackung. Die sieht dann so aus, und da steht immer drunter Augenbalm und für reife Haut. Das ist sie. Und die habe ich mir jetzt schon echt zigmal nachgekauft. Und dazu verwende ich auch immer mit verschiedenen anderen Serien. Das muss ich euch mal in einer Abendroutine oder Morgenroutine zeigen, wie ich das jetzt mache mit den Barbour-Ampullen und dem Barbour Glow Serum. Und darüber kommt nämlich auch aus dieser Serie von Aveen dieses Serum drauf, und danach kommt dann erst die Creme drauf. Ja, und dieses Serum habe ich jetzt mir auch schon wieder nachgekauft, weil das ist leer. Finde ich super, super gut. Echt was für reife Haut. Ja, also da habt ihr ein Häutchen von, also für alle so ab trockene Haut sowieso. Da könnt ihr auch ruhig mal sowas nehmen, wenn ihr trockene Haut habt und ihr seid noch jünger. Aber wenn ihr älter seid, so ab 40, auf alle Fälle 50, könnt ihr das benutzen. Ist eine tolle Serie. Das hier war auch ein schönes Serum, und zwar von La Roche-Posay. Das ist dieses hier. Habe ich aufgebraucht, aber das würde ich weiß nicht. Ich fand das von Aveen schöner. Könnte sein, dass das hier ein bisschen leichter ist und ich das im Sommer verwenden würde. Das habe ich mir ja auch schon gekauft, da war es noch ein bisschen wärmer. Die Tüte ist schon echt alt. Und das ist wirklich schön, aber wie gesagt, nicht günstig, die Sachen von Aveen und La Roche-Posay. Aber sehr schön ist es aus dieser Hydrating-Serie, und durchfeuchtet super schön, und es pflegt halt nur nicht so extrem wie das für reife Haut von Aveen. So, dann habe ich auch dieses hier erst aufgebraucht. Das war von Aveen aus dieser Serie, und zwar auch ein ganz leichtes Serum. Das habe ich auch im Sommer benutzt, und das war es, glaube ich. Ich habe die Sachen, oder im Herbst, und bin dann umgestiegen auf die etwas für reifere Haut, und ist aber auch sehr schön. Nur ich finde es schade, man kriegt immer die Reste unten nicht raus. Ich habe schon überlegt, ob ich das mal aufpule und dann mir mit dem Löffel wieder unten raushole. Ich mag das immer nicht, wenn man diese Pumpspender hat und man kriegt die Reste unten nicht raus. Ich weiß auch nicht, finde ich immer doof. Naja, so, das habe ich auch aufgebraucht. Dann habe ich etwas, das mag ich euch eigentlich gar nicht zeigen, weil es gibt es nicht mehr. Das war mein liebstes Serum. Dafür hätte ich nicht mal gewechselt zu Aveen oder La Roche-Posay oder sonst irgendwas. Oh, von Judith Williams aus der Luxury Diamond Serie. Das ist dieses, die Diamagen-Konzentrat. Es war super. Es war jetzt so die letzte Flasche. Ich gucke vielleicht noch mal irgendwann bei eBay, ob ich es noch mal nachkaufen kann. Bei irgendjemandem ersteigern, sind ja doch immer irgendwelche Leute dabei, die auf Vorrat gekauft haben und es dann nicht mehr verwenden und so. Ja, mal gucken. So, meine Augencreme von Sebamed ist auch wieder alle. Das ist diese hier, immer auf oben mein Augenlid drauf. Kann man auch gut unterm Auge natürlich verwenden. Aber ich verwende sie halt immer oben drauf, weil sie sehr schonend, sehr mild ist. Sie reizt das Augenlid nicht und ich kriege davon nicht irgendwelche Rötungen oder Pusteln oder Quaddeln oder so. Bei manchen Augencremes sind da zu viel Anti-Aging-Stoffe drin sind und manchmal zu aggressive auch. Obwohl man immer denkt, es ist ja eine Augencreme. Aber es kann schon passieren, dass ich das nicht vertrage. Und da vertrage ich die Sebamed Augencreme mit Q10 und Hyaluron super, super gut. Und wer es möchte, kann die sich auch
auch unters Auge machen. Die ist also von der Pflegewirkung wirklich toll. Kann ich nicht meckern. Nur, ich bin halt immer so ein bisschen, ja, bei L'Oréal bin ich irgendwie hängen geblieben, ne, mit meinen Augencremes. So, dann habe ich aufgebraucht eine große Ampulle mit einer Pipette von Elizabeth Grant. Wer unter euch Fans kennt das nicht von QVC, Elizabeth Grant, die Kaviar-Serie? Das sind die Kaviar-Ampullen und die habe ich. Ich habe noch zwei. Das war eine Verpackung mit drei Stück und die ist sehr, sehr gut. Und die werde ich jetzt auch weiter wieder nehmen, noch mit drunter. Mache ich immer gerne drunter. Aber ich bin jetzt ja bei den Barbour-Ampullen hängen geblieben. Und bis ich mit den Barbour-Ampullen angefangen hatte, da war ich hier bei Elizabeth Grant. Ne? Das waren diese hier. Aber die sind auch sehr schön. Aber das von Barbour, das ist irgendwie. Ich bin echt im Moment total am Schwärmen. Ne? Also ich bin gar nicht mal so am Schwärmen von dem Serum, von dem Glow Serum. Ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal nachkaufe. Ich kann es euch echt nicht sagen. Aber die Ampullen brauche ich immer. Ich habe jetzt auch diesen Weihnachtskalender davon aufgebraucht und meine Ampullen von Barbour, die bringen teilweise so viel, das bringt mir nicht mal ein Serum, wirklich. Also auch von der Konsistenz, manchmal von der Pflege, so eine üppige Pflege, dass ich denke, manchmal brauchst du gar kein Serum, ne? Aber wirklich super. So, das hier habe ich auch aufgebraucht von Nivea. Mich fragte mal jemand, ob ich diese schon mal ausgetestet hätte. Da waren das so wie so kleine Kügelchen, ne? Das waren wie so mit so weißen Kügelchen voll und das ist auch aus dieser Hyaluronsäure-Serie und habe ich für einen Hals hinterher benutzt, weil im Gesicht habe ich davon Pickel bekommen. Und wenn ich Pickel kriege, dann nehme ich meistens solche Sachen immer für den Hals. Weil am Hals geht es eigentlich immer und dann mache ich das immer so als Serum am Hals drunter, Tagescreme drüber und dann funktioniert das ganz gut. Aber aus dem Grund würde ich sie mir vielleicht nicht wieder kaufen, weil dann könnte ich noch was anderes nehmen am Hals. Ich weiß es nicht. Also es kann auch schon mal passieren, dass ich sie doch noch mal kaufe, aber das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Weil so, die hat mich also nicht so echt vom Hocker gehauen. Ne? War jetzt nicht irgendwas, wo ich denke, boah, die muss ich unbedingt haben. So, und dann habe ich noch aufgebraucht, das ist das letzte Fläschchen hier von Beate Jon. Und das ist nämlich die Hyaluronsäure. Diese hier. Und größer ist das Fläschchen nicht. Ich zeige es euch mal. Diese Größe hat die. Und ich weiß gar nicht, wie viel Milliliter sind das? 15. 15 Milliliter. Und das kostet dann immer zusammen. Diese beiden Sachen kosten dann zusammen 40, 50 €, glaube ich. 49 € oder so. Aber wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen verschwenderisch. Ich brauche immer ein bisschen mehr Hyaluronsäure als vielleicht noch jemand mit 30. Ich sage immer, ab 30 kann man Hyaluronsäure verwenden. Aber ich brauche mehr. Und mit Hyaluronsäure bin ich großzügig auf meiner Haut. Und auch bei den Barbour-Ampullen ist ganz viel Hyaluronsäure drin. Und dann brauche ich hier, in einer Ampulle sind 2 Milliliter, ne? 2 Milliliter. Hier haben wir 15 Milliliter. Das rechnet sich vom Preis nicht. Also ich bezahle für die Barbour-Ampullen irgendwie 18 € oder 17 €, was ich bezahlt habe. Und dann bin ich bei, wie viel sind denn da eigentlich drin? Oh, 2 mal 7, 14, ne? 7 Stück sind, glaube ich, drin. Dann sind das 14 Milliliter, 20 € und hier bezahle ich 49 €, weil ich ja immer die Creme mit dabei habe. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, warum bringt sie das nicht als große Flasche, etwas größer noch und als Einzelprodukt? Dann würde ich es vielleicht auch wieder kaufen, kommt auf den Preis drauf an. Gut ist es allemal. Ich kann nicht sagen, dass es nicht gut ist. Wer sagt, mir ist das egal, ich kaufe das gerne nach und ich nehme auch die Creme mit in Kauf, der kann sich damit gerne mal beschäftigen. Es ist eine der besten Hyaluronsäuren für mich. Es ist wirklich, die ist wie Wasser, sage ich gleich. Das ist nicht gelig, sondern wie Wasser. Und ich gebe das wirklich mit der Pipette so auf und ziehe mir das so beim Drücken über die Stirn mit der Hand hier unten, sodass es nicht weglaufen kann und gleich so einreibe. Ne? Und das mache ich hier auch und hier und reibe das und klopfe das dann sofort ein. Aber wie gesagt, ich mache so eine Pipette voll pro Abend. Ne? Also dann ist dieses Fläschchen so schnell leer, so schnell kann man gar nicht gucken. Ja, und das war mir dann zu teuer. Und dann bin ich halt bei den Asams hängen geblieben mit der Hyaluronsäure und die Barbour-Ampullen nehme ich fast nur abends, ne? Und diese Mischung hat mir eine Haut gemacht im Moment. Also, das ist Wahnsinn. Ich habe selber eine Haut bekommen, dass ich gedacht habe, es ist echt toll. Ich finde es super. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lange, das Video. Und wie findet ihr meinen pinken Streifen? Ich finde den richtig klasse. Ich mag den. Ja, das Video kommt auch, ne? Ich finde das so lustig mit den Farben und ich werde das nächste Mal Türkis nehmen und so. Also ich könnte mich ja daran gewöhnen, ne? Dass ich immer hier vorne so diesen Abschnitt hier dann irgendwie einfärbe.
Vielleicht auch mal das ganze Haar mal gucken. Ich werde vielleicht auch mal die Farbe nehmen. Es ist ja auch so eine Farbe dabei, die sich in 7 bis 13 Haarwäschen rauswäscht oder so. Und da muss ich mal gucken. Auf alle Fälle finde ich es klasse. Ich finde es richtig super. Und ich freue mich, dass ich es bekommen habe, weil ich hätte mich da nie rangetraut, weil ich immer gedacht habe, das ist nur was für lange Haare und für die jungen Mädels. Und ja, ich finde es toll. Ich finde es super. Und jetzt gehe ich mir erstmal die Hände waschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Das kommt nämlich bald, ne? Also macht's gut. Ich hoffe, ich war heute wieder ganz fit mit der Stimme. Ne, ein bisschen Schnupfen noch, aber es geht eigentlich und dann geht das weiter. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.